ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte exklusiv für Sie zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. Sie haben den Gongschlag gehört und das bedeutet, hier bei Pearl TV ist es Zeit für unsere 15-15-Show. Und heute hat uns der liebe Carsten wirklich super Produkte rausgesucht. Die sind alle richtig stark reduziert auf nur noch 15 Euro. Also wenn ihm was gefällt, bitte unbedingt schnell sein. Denn wir haben immer ein begrenztes Kontingent, sogar sehr stark begrenzt. Aber ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Highlight für Sie. Es schlägt wieder 15. Morgen stehe ich so bei mir im Badezimmer und putze mir so die Zähne und denke immer so, wie spät ist es eigentlich? Wie spät ja, ist es so. Eigentlich? Dann gehe ich ins Wohnzimmer und gucke so auf die Uhr und so, Zeit so spät. Ja. Wieder so ein bisschen rumgeschlendert. Ja, hier mal ein Kaffee, da mal ein bisschen Frühstücksfernsehen, tralala und so weiter. Und auf einmal rannte mir dann doch ein bisschen die Zeit weg. Ich möchte wetten, der ein oder andere hat sich in diesen Worten ein Stück weit wiedererkannt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist es vielleicht mal ganz sinnvoll, mal eine Funkwanduhr zu zeigen, die Ihnen genau dieses Problem ganz einfach abnimmt. Eine Funkwanduhr, die nämlich prädestiniert ist, speziell für den Nasszellenbereich. Denn die ist quasi unverwüstlich, kann also gerne auch mal feucht werden. Oder wenn man eben im Badezimmer mal ein bisschen Dunst oder sowas hat vom Duschen, macht es dieser Uhr gar nichts. Ich behaupte mal, eine klassische Wanduhr könnte davon mitunter mal Schaden nehmen. Der ist das völlig egal. Schöner, stabiler Aluminiumrand. Und die zeigt Ihnen hier natürlich zuverlässig die Uhrzeit an, im digitalen Bereich, immer auf die Sekunde. Genau. Aber wenn wir doch hier schon von Badezimmer sprechen, wäre es doch vielleicht auch mal ganz interessant, noch weitere Informationen ablesen zu können. Das Datum natürlich, das habe ich mir zugegebenermaßen heute Morgen auch beim Zähneputzen noch merken können. Aber die Temperatur im Badezimmer ist mitunter dann doch etwas entscheidender, besonders dann, wenn du duschen warst und kommst aus der Dusche raus. Ja. Ja, so, dann denkst du dir, habe ich wieder das Fenster aufgelassen. Sogar im Sommer, ne? Das ist immer kälter. Ja, natürlich. Ja, heute Morgen hat es, glaube ich, bei mir auf dem Balkon 12 Grad oder so. Uiuiui. Ja, und deswegen, als ich aus der Dusche gekommen bin, habe ich festgestellt, das Fenster aufgelassen. Das war schon schattig, ja, um es vorsichtig zu sein. So schnell habe ich mich, glaube ich, noch nie abgetrocknet. So, das können Sie natürlich hier ebenfalls ablesen. Jetzt kann natürlich der eine oder andere sagen, ja, wenn ich jetzt aber bei mir anfange, im Badezimmer ein Loch in die Wand zu bohren, um dann Dübel reinzusetzen und eine Schraube reinzupacken, dann muss ich entweder eine Fuge erwischen oder ich hau mir wieder eine Fliese kaputt, dann ist sie wieder gesprungen, dann kriege ich wieder Ärger mit meinem Vermieter. Brauchen Sie bei dem Modell gar nicht, denn hier haben Sie ganz einfach 4 Saugnäpfe auf der Rückseite. Das heißt, einfach an der glatten Fläche, pupp, dran pappen und es hält. Natürlich haben Sie auch eine Vorrichtung für Nägelchen oder für ein kleines Schräubchen. Ja, aber das ist an sich die perfektere Lösung für alle die, die nicht bohren möchten, nicht bohren können. Oder ganz einfach eine etwas komfortablere Lösung haben möchte. Ich kann mir vorstellen, das wird auch ganz gerne mal eingesetzt im Schwimmbadbereich oder mal im Saunabereich. Wenn Stimmt. du eine Sauna oder was im Keller hast, dann musst du ja auch aufpassen. Wow. Da kommt ja auch Wärme und Feuchtigkeit und so weiter. Meine Eltern, sie haben Sauna. Echt? Ich glaube, das ist auch sehr schön. Auch in so einer Fasssauna, die du von mir jetzt im Garten oder sowas machst. Oder auch ganz einfach mal, und da sind wir bei einer letzten Lösung, mal im Außenbereich, wenn Sie draußen auf Balkon oder Terrasse sitzen und nicht gerade eine Uhr am Handgelenk tragen oder irgendwo so ein Handy oder was vor der Nase haben, wissen Sie auch nicht wirklich, wie spät ist es eigentlich. Nur eine Uhr draußen stehen zu lassen, ist natürlich bei diesen, sagen wir mal, wechselhaften Witterungsverhältnissen in diesem Jahr mitunter fatal. Dieser Uhr wird es überhaupt nichts ausmachen. Vielleicht nicht direkt auf die Wetterseite, Bombs, wo der prasse Regen drauf knallt. Aber ich sag mal, von der etwas wetterabgewandten Seite ist das überhaupt kein Thema. Spritzwasser oder eben auch mal Feuchtigkeit in der Luft wird die aushalten. Ich finde die sehr schön, ist leicht abzulesen. Im Badezimmer hast du selten mal eine Brille auf der Nase. Ja. Guckst du ganz einfach drauf, du siehst genau, wie spät ist es, welchen Tag haben wir heute und wie viel Grad Celsius ist es hier eigentlich im Badezimmer. Fenster auf oder Fenster zu. Ja, ich habe bei mir im Badezimmer auch eine Uhr angebracht, aber genau wie du, ne? Man ist in der Dusche und hat überhaupt kein Zeitgefühl und dann kann es eben passieren, dass man zu spät kommt, wenn man nicht weiß, wie lange man überhaupt noch duschen kann. Wenn man sich amüsiert, wissen Sie? Ja. Dann vergeht die Zeit immer schneller. Ja, es ist wirklich, gerade in der warmen Dusche, da möchte man auch nicht so gerne, egal. Die digitale Badfunkwanduhr mit Thermometer gibt es zum TV-Sonderpreis hier natürlich und hier sparen Sie richtig. Die Uhr bei Pearl.de kostet 33 Euro, wir haben mal eben 18 Euro
mehr als die Hälfte runtergenommen für Sie. Wie alles bei uns in der Sendung hier, dürfen Sie bis zu 5-mal bestellen, außer wir sagen was anderes. Also, die Bad Funkwanduhr hat die Bestellnummer ZX7104 und die 569. Ein toller Start in diese 15-15-Sendung. Hast du gut ausgesucht, ein toller Start. Jetzt geht es um Strom zum Mitnehmen mit Solar. Und bevor Sie jetzt sagen, oh, eine große Solarsendung, nein, es ist viel, viel praktischer, das kann jeder brauchen. Es schlägt wieder 15. Jetzt wage ich mal eine Prognose. Der Pulsschlag von Monika, wenn sie unterwegs ist und der Handy-Akku bei 30% liegt, liegt bei mindestens 120, kein oder? Spaß mehr. Ja, also 30 bei 50% hört es schon wirklich auf. Ja, so, ja, da ist keine Steckdose in der Nähe und so weiter und schon ist die Panik Camping. Ganz einfach da. Du kennst das gar nicht, du bist ganz gelassen, kannst das Handy auch mal 3 Stunden weglegen. Nee, das stimmt. Selbst bei 3 Minuten wird es schon knapp, oder? Ja, aber jetzt mal ehrlich, so ein leergelaufener Handy-Akku ist echt schon doof. Ne? Ja, man hat doch alles drauf. Ja. Online-Banking, Tickets, Karten und so weiter. Ja. Von den sozialen Netzwerken und Fotos und so weiter mal ganz zu schweigen. Ja. Also, was brauchen Sie, wenn Sie unterwegs sind? Genau, eine Energiereserve für Ihr Smartphone oder im Allgemeinen für USB-Geräte. Gerade im Außenbereich, wenn man unterwegs ist, hat man vielleicht auch mal so eine Bluetooth-Box mit dabei oder möchte man auch mal eine Smartwatch wieder aufladen oder vielleicht ganz andere Gerätschaften noch mal mit USB-Strom versorgen. Dann brauchen Sie genau diese, die wir Ihnen gerade anbieten. Denn das ist eine Powerbank, die Ihnen ordentlich Energiereserve bietet. Rund 8000 mAh reicht also aus, um ein handelsübliches Handy so ungefähr 2- bis 3-mal wieder mit Energie zu versorgen und auch zuverlässig mit Energie zu versorgen. Denn hier ist auf der Vorderseite ein Solarpanel. Reicht nicht unbedingt zum Wiederaufladen der Energiereserve, aber sorgt dafür, dass eben keine Selbstentladung stattfindet. So, jetzt kennt man vielleicht das Problem, dass man hier und da vielleicht nicht unbedingt ganz immer so bei der Sache ist und auf einmal passiert Folgendes. Ja. Oh. Ja, meine so. Powerbank! Unsere Powerbank! So, ja. Das soll jetzt bitte nicht als Respektlosigkeit unseres Artikels gegenüber verstanden werden. Das ist ganz einfach nur eine Demonstration, was das gute Teil aushält. Oder ist Wind wenn, und wetterfest. Zum Beispiel, wenn ich habe sowas. Bei mir passiert immer. Wenn dir sowas mal aus der Hand flutscht, ja, irgendwo gerade auf dem Steinboden oder sowas, da geht natürlich dann doch nochmal eine normale Powerbank dann gerne mal in die Knie. Und Sie wissen, ein kaputter Akku ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Deswegen möchte ich es also ganz besonders hier nochmal erwähnen. Die können Sie also auch mal fallen lassen, vielleicht nicht mit Wut gegen die Wand knallen, da geht auch das Ding kaputt, aber wenn es mal aus der Hand rutscht, passiert nicht gleich was. Können Sie auch mit an den Strand nehmen. Sie wissen, Salzwasser und Sand und so weiter kann diesen Gerätschaften auch mal zusetzen. Dieser Powerbank ist das völlig egal. Ja, und Sie bezahlen nur 15 Euro für diese Solar-Powerbank mit 8000 mAh. Das ist wirklich ein Spitzenpreis und vielleicht geht es Ihnen genauso wie mir. Und man kriegt einfach ein bisschen Panik, wenn der Handy-Akku leer geht, weil man hat ja echt sein ganzes Leben auf diesem Handy. Soziale Verpflichtungen. Also es ist wirklich ja auch die sozialen Verpflichtungen, aber allein auch, ich bezahle damit auch immer und so weiter und so fort. Ja. Also sollte man schon vorsorgen, mit der PX1858 und der 569 zu bestellen. Aber jetzt kommen wir mal in die Küche, da hat Carsten auch noch was rausgesucht. Es schlägt wieder 15. Zugegebenermaßen habe ich mir gestern von Udo inspirieren lassen. Du erinnerst dich, wir hatten gestern in der 15-15-Show eine gusseiserne, eine kaltgeschmiedete Bratpfanne. Ja. Allerdings hat Ingo die kleine gehabt, ich habe die große. Also eine vernünftige, kaltgeschmiedete Bratpfanne. Der eine oder andere wird sagen, ich habe doch schon eine Pfanne zu Hause. Vielleicht so ein Aluminiumteil oder noch schlimmer, so ein Keramikpfännchen. Hat auch das natürlich immer mal eine Berechtigung, ganz klar, wenn es aber mal um ein richtig dickes Steak geht, was Sie mal ordentlich schön kross oder scharf anbraten wollen. Wenn es um Bratkartoffeln geht oder vielleicht mal so ein paar leckere Scampi oder was, die du mal ein bisschen in Öl und in Knoblauch schwenken möchtest. Ja, weil ich weiß, dass das lecker ist. Ja, dann brauchen Sie mal eine vernünftige, kaltgeschmiedete Pfanne. Und genau die haben wir jetzt hier mit einer schönen Rautenprägung. Das heißt, wenn Sie da mal ein schönes Stück Fleisch oder was reinlegen, dann kriegt das natürlich auch diese schönen Streifen noch mit dazu. Und vor allen Dingen haben wir hier einen schönen hohen Rand. Also wir sind ja fast 3,5 Zentimeter. Ja, also hier kannst du auch mal eine Portion Bratkartoffeln so schön mit Speck aus, mit ausgelassenem Speck.
so ein bisschen Zwiebelchen noch dabei und so weiter. Ja, ja. Ganz doch mal so richtig schön hier. Zack, auf dem Herd. Ganz immer so richtig schwer. Und dann mit Feuer auch drin, ne? Also es darf richtig rauchen und qualmen. So, ein schönes Teil. Bitte denken Sie dran, dass also das Gusseisern hier eine perfekte Wärmeverteilung garantiert. Und das bezieht sich nicht nur auf die Pfanne an sich, sondern eben auch auf den Griff. Das heißt, wenn Sie das Ding heiß gemacht haben, bitte auch hier im hinteren Teil mit einem Topflappen oder mit einem Handtuch oder sowas dann entsprechend festhalten. Ist für alle Herdarten geeignet, ist also auf einem Gasgrill genauso zu benutzen wie auf der Induktionsplatte beim Camping beispielsweise, Glaskeramik-Kochfeld, alles überhaupt kein Thema. Und ich glaube, wer einmal so ein Stück Fleisch oder mal was ordentlich scharf angebraten ist, Bratkartoffeln ist ein klassisches Beispiel dafür, mal in so einer Pfanne gemacht hat, der will nie wieder was anderes machen. Lassen Sie es bitte mit der Spülmaschine, gehen Sie nach dem Kochen ganz einfach mal mit dem Lappen drüber oder mit so ein bisschen Küchenkrepp durch. Die Pfanne bekommt mit der Zeit so eine schöne, so eine Patina. Ja, also Lebensmittelreste und so weiter bitte rausnehmen, das ist klar. Ja, aber einfach mal mit so einem Küchenkrepp durchgehen. Und dann ist die auch schon wieder sauber. Und je älter die wird, je häufiger die sie benutzt haben, desto besser wird die von der Idee her. Übrigens eine 28er Pfanne. Ingo hatte eine Läppsche 24, 20er gestern. Das war aber in der 10-Euro-Show. Das war, achso. Mensch. Naja, trotzdem war sie klein. Ja. Sie war klein, ja. Das ist mal ein Fännchen für 2 bis 3 Persönchen. Ja, da kannst du mal ordentlich was mit anstellen. Finde ich ganz hervorragend. Ja, weil die für den Preis, da zahlst du Schweinegeld für an anderer Stelle. Diese beschichteten Pfannen, denen traue ich immer nicht. Gerade mal, wenn ich mal so mit dem Metallschieber da unten drunter gehe oder sowas. Da kann ja nichts abgehen. Oder isst du. Kannst du mit dem Messer rein, mit der Gabel ja mit rein, da passiert gar nichts. Und im Winter kann man damit noch Schlitten fahren. Theoretisch. Theoretisch wäre das möglich. Ja. Nee, auch einfach mal auf dem Grill, im Backofen, die ist ja wirklich sowas von robust und hält Brot wirklich jahrzehntelang. Mit Öl und Knoblauch. Ja, ja. Was habt ihr gestern? Wie hast du es genannt gestern? Das zum Dippen? Das russische Schatschuka. Ah, Schakschuka. 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 Das ist rein. Die Bratpfanne kostet normalerweise 33 Euro bei Pearl, was schon ein Spitzenpreis ist. Ich habe für meine, glaube ich, über 60 bezahlt. Oh. Hier 15 Euro. Ist ein unglaublicher Preis. Was muss ich mir hier alles anhören? Also, die Bratpfanne ist wirklich eine Anschaffung fürs Leben, kann man sagen. Die wird immer besser. Für 15 Euro nur mit der NC2374 und der 569. Auch die dürfen Sie gerne bis zu 5-mal bestellen. Jetzt gehen wir mal in den Garten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie da einen grünen Daumen bekommen können. Es schlägt 15. Sie können bei allen Artikeln bis zu 5-mal schneller zugreifen, es sei denn, wir sagen etwas anderes. Ja. Wir sagen jetzt etwas anderes. Ja, was anderes. Wir sagen, jetzt kommt der Preisalarm und den bitte nur einmal pro Besteller ordnen, aber das ist genau das, was Sie brauchen. Warte mal, ich gebe dir mal einen Teil davon zurück. Diesen Schlauchteil hier beispielsweise. Ich weiß gar nicht, wie lang der ist. Ah, du hast schon ein Stück, dann gib wieder her. So, das ist ein Bewässerungscomputer. Bitte nicht leicht gedanklich abschalten, wenn Sie das Wort Computer hören. Ein Bewässerungscomputer der absoluten Spitzenklasse. Ich schalte mal kurz ein. Ich hoffe, das können wir gleich erkennen in der Kamera. Ja? Denn damit bewässern Sie Ihre Pflanzen bitte für den Innenbereich vollkommen automatisch, beziehungsweise Sie lassen bewässern. Sie stellen das Ding ganz einfach so ein, wie Sie es brauchen. Je nach Bewässerungszeit, Sie können bis zu 10-mal am Tag bewässern, zwischen einer Sekunde wässern und 99 Sekunden wässern. Sie können die Wassermenge und so weiter jederzeit einstellen. Also das lässt sich ganz einfach und unkompliziert programmieren über die 5 Knöpfchen hier im unteren Teil. Da wissen Sie ganz genau, was zu machen ist. Einfach einen Topf mit Wasser hinstellen oder in diesem Fall einen Eimer. Und dann den Schlauch, je nach Länge lässt er sich zuschneiden. Manchmal braucht man 20 cm, manchmal brauchst du 1,50 m. Schneidest du ganz einfach zu, reicht die Schlauchlänge, ist mit dabei. Und dann wird das Wasser über die automatische Pumpe, die hier natürlich schon im Lieferumfang enthalten ist, automatisch in der gewünschten Intensität, in der gewünschten Menge und natürlich auch von der gewünschten Häufigkeit des Wässerns ganz einfach in der Pflanze verteilt. Das ist quasi wirklich wie so ein grüner Daumen. Kannst natürlich auch mal deinen Nachbarn fragen. Ich hatte die Diskussion mit meiner Freundin kürzlich, die auch sagte, ich möchte eigentlich nicht, dass meine Nachbarn hier in der Wohnung umwuseln. Verstehe. Ja, dann kennt meine Nachbarin meine Unterwäsche später besser als ich selber. So neugierige Nachbarn sind das. Kommt drauf an, wie alt die Nachbarin ist. Ja, ein Stück weit. Ja, es war Zitat Ende. Ja, also abgesehen davon habe ich hier Unterlagen und so weiter, Kontoauszüge. Das geht natürlich keinem was an und die kann ja machen, was sie will, wenn sie hier alleine ist. Deswegen ist vielleicht für den einen oder anderen Bewässerungscomputer dann doch etwas sympathischer, denn der lässt sowohl ihre Unterwäsche als auch ihre Kontoauszüge völlig unbehelligt und bewässert trotzdem
zuverlässig ihre Pflanzen. Ist also wirklich so etwas wie ein grüner Daumen. Und das Ganze geht bis zu 30 Tage. Also du kannst schon eine ganz schön lange Reise machen und trotzdem deine Pflanzen grün lassen. Gerade jetzt im Sommer, weißt du, wenn du unterwegs bist, kommst du wieder, dann hat es mal 2 Wochen Hitzeperiode gegeben. Dann kannst du hier diese wunderschöne Palme oder was kannst du rollen und rauchen. Möchtest du natürlich auch nicht, weil solche Pflanzen ja auch sehr viel Geld kosten. Insofern ist das hier eine tolle Möglichkeit, um ganz einfach dafür Sorge zu tragen, dass die später auch so aussehen, wie du sie verlassen hast. Ja, das ist wirklich super clever. Jetzt, ich glaube, jetzt Urlaubzeit, alle möchten auch in Urlaub gehen. Dann musst du nicht Nachbarn fragen, wahrscheinlich sie haben auch Planen, das ist auch belästigt. Und ehrlich zu sein, Pflanzen kosten zurzeit wirklich sehr, sehr viel Geld. Oh, ja. Und ich habe mir schon auch ein paar Mal gekauft und dann ich bin einfach weg. Und dann schon wieder, ich muss das alles wegschmeißen, das neu kaufen. Und das, bei mir, das hat schon wirklich 10 Mal passiert. Und deshalb, das ist auch ein Gerät auch für mich. Also wirklich super clever. Ja. Ja, und Sie können jetzt hier auch zugreifen. Wir sehen hier gerade mal, regulär wären wir bei fast 40 Euro. Deshalb ist es hier auch der Preisalarm. Bitte maximal einmal pro Besteller zugreifen, weil wir es so extrem stark reduziert haben auf eben nur noch 15 Euro. Und ich fand das, was Carsten gesagt hat, der grüne Daumen hier, einfach den man sich jetzt hier kaufen kann, finde ich hervorragend, weil ich glaube, wir kennen das alle. Gerade wenn man eben im Urlaub ist, dann kann man ja gar nicht die Pflanzen gießen. Ja, und ob man da immer die Nachbarn fragen will, ob die überhaupt auch Zeit haben, ist ja auch immer so eine Sache. Deshalb hier zugreifen mit der NX7370 und natürlich der 569. Aber natürlich schauen wir auch mal, wie es weitergeht. Es schlägt nochmal 15. Achso, ich bin dran. Ja. Hallo. Ich bin ja der Experte heute. Ja, ja. Genau. So. Ich lass ihn mal dir. Denn wir haben hier einen richtig guten, sogenannten smartes Over-Ear-Headset, wie der Franzose sagt. Ja, also wir haben einen richtig coolen Kopfhörer. Und gerade diese sogenannten Over-Ear-Kopfhörer sind momentan wieder ganz, ganz schwer angesagt. Ich sehe die Dinger ehrlich gesagt täglich bei so ziemlich jedem zweiten im Fitnessstudio. Aber natürlich ist das auch genau das Richtige für zu Hause, auch wenn sie mit Fitnessstudios und dergleichen überhaupt nichts zu tun haben. Das gute Stück wird ganz einfach via Bluetooth, das heißt kabellos mit ihrem bevorzugten elektronischen Unterhaltungsendgerät verbunden. Das heißt also mit Ihrem Smartphone zum Beispiel, würde aber auch ohne weiteres mit einem Bluetooth-fähigen Laptop oder auch einem Bluetooth-fähigen Fernseher funktionieren. Und dann hören Sie ganz einfach mal das, was andere vielleicht nicht unbedingt hören sollten. Ihre Lieblingsfernsehserie oder mal einen ordentlichen Film oder Ihre Lieblingsmusik in einer Lautstärke Ihrer Wahl. Gerade jetzt im Sommer kennen wir das. Wir haben überall Fenster und Türen auf. Und wenn du da mal den Fernseher was lauter machst oder mal was lauter Musik hörst, wir haben ein sehr hellhöriges Haus, kommen direkt die Nachbarn, klopfen und sagen, bist du bekloppt? Ja, hast du mal auf die Uhr geguckt, wir wollen schlafen. Das heißt, da haben Sie hier ganz einfach ein bisschen mehr Ruhe mit. Und damit Sie natürlich das Ganze... Die gießen deshalb auch keine Blumen mehr bei ihm. Ja. Die kennen aber meine Kontoauszüge nicht, weißt du? Ich habe sehr nette Nachbarn. Ja, habe ich auch. Ja, weil ich auch Kopfhörer. Deshalb, die sind immer noch nett zu mir. Vielleicht deswegen, ja. Man weiß es ja nicht. Und ich frage die nie, meine Pflanzen zum Bewässern. Nein, nein. Habt ihr Glück mit mir, meine Nachbarn. Und ich bin ständig bei der Arbeit. Ne? Ständig nur Arbeit. Schönes Teil, trägt sich ganz hervorragend. Wiegt nicht wirklich viel, hat diese Kunstlederausstattung über den Ohren und hat eine durch diese Kunstleder ausgelöste natürliche Raumgeräuschunterdrückung. Das heißt, sie sind also wirklich so in so einer Art Tunnel, würde man sagen, und können wirklich das, was sie hören möchten, hervorragend hören. Übrigens, hervorragende Akkulaufzeit bis zu 50 Stunden. Okay. Das ist eine Menge. Ja, da bin ich 3-mal eingeschlafen in der Zwischenzeit. Das ist wirklich eine Menge. Schön ist, wenn Sie wieder aufladen, nach ungefähr 10 Minuten hat er eine Akkulaufzeit von bis zu 5 Stunden. Also auch mal zwischendurch mal eben laden, ist super. Equalizer hat er auch noch. Und Mikrofon zum Telefonieren ist mittlerweile auch schon mit eingebaut. Für 15 Euro, für sowas zahlst du normalerweise 100 plus X. Ja. Unglaublich. Und die klingen vor allem gut. Ich habe mir die angehört. Das ist ja immer das Wichtigste bei Kopfhörern, dass die gut klingen hier. Für 15 Euro mit der Bestellnummer ZX3481 und der 569 kommt der zu Ihnen. Ist auch ein tolles Geschenk. Da freut sich wirklich jeder drüber. Jetzt gehen wir mal in die Küche. Wenn man Sachen frisch halten will, braucht man entsprechende Behältnisse. Es schlägt wieder 15. Ach so.
du eine Idee, worauf diese Diskussion mit diesen Frischhaltedosen gleich wieder hinausläuft? Ja. Guck mal, ich sie ist da. Und sie guckt weg. Ne? Das, meint ihr mich? Das mag mit dem schlechten Gewissen von Frau Wulff zusammenhängen. Nein, wir haben jetzt hier... Monika, Geschenk für dich. Komm mal hier, komm mal hier. Gehen wir mal eine Portion mal rüber. Ja. So, zack. Wir haben jetzt hier Frischhaltedosen, luftdicht, wenn Sie das möchten. Natürlich mit dem passenden Deckel, 6 Stück an der Zahl. Insgesamt ist es ein 12-teiliges Set. Das heißt, Sie kriegen 6 von diesen Glasaufbewahrungsbehältnissen und die passenden Deckel mit dazu. Mit dieser Isolierungslippe quasi dazwischen und diesem ich sag mal, Butterfly-Verschluss, diesem Clip-Verschluss an der Seite. Schmetterling heißt es. Auf Deutsch, ja. Ganz genau, ja. Also es sind 3 verschiedene Größen, jeweils 2 Stück davon. Das heißt, wir haben also, oder Sie haben jetzt in der Zukunft für ganz, ganz kleines Geld mal eine Möglichkeit, alles das, was eben übrig bleibt, was man unterbringen möchte, im Kühlschrank beispielsweise, was man einfrieren möchte, mal ordentlich unterzubringen. Dafür sind die 3 unterschiedlichen Größen perfekt geeignet. Bitte, das ist ein Industrieglas, was wir hier haben. Und das bedeutet, Sie können das jederzeit ganz einfach einfrieren. Sie können es in die Mikrowelle stellen. Sie können es natürlich auch in den Backofen stellen. Es ist von minus 40 bis plus 400 Grad einsetzbar und unglaublich robust und vor allen Dingen lebensmittelecht. Sie kennen das vielleicht von diesen klassischen Aufbewahrungsdingern aus Kunststoff. Wenn Sie da einmal so eine Kürbissuppe oder vielleicht mal so eine Spaghetti-Bolognese-Soße oder sowas drin hatten, so eine ordentliche Bollo, dann haben Sie an den Rändern häufiger diese komische rote Geschichte dann drauf. Das kriegst du selbst mit der Spülmaschine nicht weg. Die stellst du in die Spülmaschine und danach sind die wieder sauber wie am ersten Tag. Wenn ich mir überlege, dass du alleine schon für eine große Aufbewahrungsdose mit Deckel mitunter um die 10, 15 Euro je nach Hersteller bezahlen kannst, kriegst du jetzt hier ein 12-teiliges Set für gerade mal 15 Euro, das halte ich mal für einen absoluten Schnapperpreis. Haben wir, glaube ich, mittlerweile alle hier bei Pearl, auch im privaten Bestand. Und ist eine tolle Möglichkeit, mal Sachen unterzubringen. Ja, vor allem cool, dass du damit auch backen kannst. Ne? Mal einen kleinen Kuchen, eine kleine Lasagne, ist natürlich super, weil gerade alleine isst man ja nicht immer eine ganze Auflaufform. Ja, vielleicht bringt man dann auch mal was dem Nachbarn vorbei. Oder dem Kollegen. Ja, jetzt auch mal. Oder auch mal den Kollegen. Aber 15 Euro ist wirklich super, gerade hier für dieses Komplettset. Also direkt bestellen mit der ZX 93, 38 und der 569. Und vielleicht haben Sie auch Bekannte, die vergessen, die Frischhaltedosen wiederzubringen. Bestellen Sie vielleicht gleich öfter. Sie dürfen gerne bis zu 5-mal bestellen. Ich kenne auch jemanden, der das manchmal vergisst. Naja, wir schauen mal, wie es so weitergeht. Auf jeden Fall mit was richtig Tollem. Es schlägt wieder 15. So, also neben einem etwas runtergerockten Akku eines Smartphones, der den Puls in die Höhe treibt, gibt es noch eine weitere Situation, die vielleicht für Handynutzer durchaus unangenehm sein kann. Kein WLAN oder schlechtes WLAN. Das heißt nicht das WLAN in einer Qualität, wie Sie es normalerweise haben möchten, um Ihre Streamingdienste anzuhören, einen Film zu schauen oder vielleicht Fotos rauf- oder runterzuladen. Und deswegen bietet es sich vielleicht einfach mal an, über einen sogenannten Repeater nachzudenken. Das heißt, Sie werden einen Router zu Hause haben, in der Regel an der Telefonbuchse angeschlossen und der verteilt Ihnen das WLAN in der Wohnung. Jetzt haben Sie aber mitunter das Problem, dass Sie eben eine Etage höher, eine Etage tiefer oder auch 2 Räume weiter... Und einfach ins Schlafzimmer. Ja, oder einfach nur ins Schlafzimmer oder bei mir ist es das Badezimmer. Okay. Ja, dass das WLAN eben, also das kabellose Internet, nicht überall in alle Ecken ihrer Wohnung vordringt, sodass Sie da eben so das ein oder andere Funkloch haben, was natürlich ausgesprochen unangenehm sein kann. Deswegen verlängern Sie doch einfach die Reichweite Ihres WLANs zu Hause mit einem sogenannten WLAN-Repeater und die können unterschiedlich aussehen. Dieser hier sieht deswegen so aus, hier mit dieser drehbaren Antenne im oberen Teil, weil das eingebaute sogenannte MIMO-Antennen sind. Multiple Input, Multiple Output. Das heißt, Sie haben also immer eine größtmögliche Aufnahme vom WLAN, was dann eben über den Output weiter verlängert wird. Bis zu 40 Meter auf einem freien Feld. Das können bei Ihnen in der Wohnung auch nur mal 10 oder 5 oder sagen wir mal 20 oder 30 Meter sein. Ja. Sie können aber so viele Repeater andocken, wie Sie möchten. Übrigens mit allen Verschlüsselungen,
die es aktuell auf dem Markt gibt. Einfach nur einmal kurz mit Ihrem Repeater verbinden. Wie es gemacht wird, steht in der Anleitung. Ist aber denkbar einfach zu machen und dann einfach nur in eine Steckdose, dort, wo das normale WLAN noch hinkommt. Und damit verlängern Sie es nochmal um 30, 40 Meter einmal quer durch die Wohnung. Machen viele übrigens auch gerade jetzt im Sommer, um beispielsweise mal WLAN auch mal auf Balkon oder Terrasse zu haben. Mhm. Wenn es vielleicht bis dahin nicht hinreicht, der Router steht im Flur und der Balkon oder die Terrasse ist ein bisschen weiter weg, verlängern Sie das Signal und genießen Sie das WLAN jetzt überall, wo Sie möchten und nicht da, wo es eben durch Zufall noch hinkommt. Ja, es gibt kaum was Ärgerlicheres, als jeden Monat, was weiß ich, 30, 40, 50 Euro zu bezahlen und dann das WLAN nicht überall benutzen zu können. Mit dem Repeater kann man da ganz schnell Abhilfe schaffen. Der kostet nur 15 Euro, lässt sich gerne bis zu 5-mal bestellen. Damit haben Sie dann nochmal weitere 40 Meter und nochmal weitere 40 Meter, wenn Sie mehrfach bestellen. Den bestellen Sie mit der ZX5206 und der 569. Ideal, um Ihr teures WLAN-Signal auch überall hinzubekommen, bei Ihnen im Wohnbereich. Das war schon unser vorletzter Artikel, aber einen haben wir noch und der hat es in sich. Er schlägt wieder 15. Und der Satz, die haben es in sich. Ja, es war bewusst gesagt. Der passt aber auch ganz genau. Ja. Wir reden von Beleuchtung. Und ich darf mal annehmen, dass Sie wahrscheinlich auch jetzt bei schönem Wetter, bei angenehmen Temperaturen, wir haben Sommer, ja, bestimmt auch gerne mal draußen Platz nehmen, vielleicht mal abends ein Stündchen oder zwei länger mal draußen auf Balkon Sommer, oder Terrasse sitzen. Naja, also beim Blick auf den Kalender ist das so. Und realistisch betrachtet hatten wir schon ein paar schöne Tage. Na, ich habe gesehen, in 5 Tagen, das kommt wirklich gut. Ab Wochenende sollen es wieder 24 Grad werden. Echt? Wechselhaft, und aber wärmer. 28, 29, haben wir schon gesehen. 29 Grad, also von 12 auf 29 innerhalb von 3 Tagen. Jo. Ihr Kreislauf sendet Ihnen ganz liebe Grüße. Ja, so. Aber das bringt uns ein bisschen vom Thema weg. Denn den Kreislauf runterfahren, den Puls runterfahren, Gemütlichkeit erleben. Gute Überleitung. Ja, das kannst du natürlich, wenn du die vernünftige Beleuchtung mit dabei hast. Und deswegen bekommen Sie jetzt hier von uns nicht nur eine, sondern zwei dieser Solar-LED-Lampen. Wenn Sie sagen, Solar, da ist so eine Glühbirne drin. Ja, haben Sie gar nicht mal so Unrecht. Es ist allerdings keine echte Glühbirne. Es sieht nur so aus wie eine echte Glühbirne. Ach, ja. So eine Filamentbirne in Anlehnung an die Glühbirnen des letzten Jahrhunderts sozusagen. Weil die Optik, glaube ich, gefällt immer noch. Es ist eine schöne Angelegenheit. Nur den Stromverbrauch will man natürlich nicht unbedingt haben von so einer 40 oder 60 Watt Birne. Das hier ist LED und das Schöne ist, Sie müssen sich grundsätzlich über den Verbrauch bei diesem Modell überhaupt keine Gedanken machen, denn Sie haben hier im oberen Teil auf der Lampe, auf allen beiden übrigens, ein kleines Solarpanel drauf und das mal vernünftig ins Tageslicht gestellt. Im besten Fall natürlich direkte Sonneneinstrahlung, aber normales Tageslicht reicht sicherlich da auch schon auf, um den Akku wieder vollzuladen. Dann sind Sie jetzt hier definitiv immer ganz vorne mit dabei. Hat einen Dämmerungssensor mit drin, das heißt, wenn es dann in die Dämmerung hineingeht, dann, wenn Licht sinnvoll ist, geht es automatisch an. Und wenn der Akku leer ist, geht es aus. Am nächsten Tag lädt es sich wieder voll. Zwei Stück davon, eine rechts, eine links auf Balkon oder Terrasse. Ja. Sieht einfach bombastisch aus. Ja, wir sehen jetzt auch uns so den Preis an. Wie viel Sie denn sparen bei Pöll.de, sehen wir, für eine würden Sie 24 Euro bezahlen. Und Sie bekommen jetzt hier das Zweier-Set für 15 Euro. Also das ist wirklich super. Hat Carsten hervorragend rausgesucht. Gerade jetzt ist es doch wirklich die richtige Jahreszeit, dass man eben auch mal lange draußen sitzen möchte. Es ist Sommer und da mit dieser wunderschönen Beleuchtung ist das jetzt wirklich hervorragend cool, machbar. Ja. Und da spart man ja so viel. Das ist sehr der Wahnsinn. Cool. Schönes Angebot, finde ich. Und mir gefallen die Lampen per se. Du musst mir mal den Namen von dem Produktmanager geben. Bei meiner nächsten 15-15-Sendung. Das ist ja irre, der Deal hier. Ja. Schön, oder? So. Also finde ich sehr schön gemacht. Wie gesagt, also man kann die auch mal vorne in den Eingangsbereich. Natürlich sind die wind- und wetterfest. Bitte, die halten keine Sturmflut aus, aber wenn die mal ein bisschen feuchter werden, ein bisschen nass werden, macht denen das überhaupt nichts aus. Mit dem Dämmerungssensor gehen die eben automatisch an und irgendwann dann auch wieder aus. Ein schönes Modell hier. Ja, richtig schön. Sie bestellen hier das Zweier-Set an unseren Solar-LED-Laternen. Mit LED-Glühbirnen, mit der NX8341 und der 569. Und das war's auch schon wieder hier bei Pöll TV mit unserer 15-15-Show. Bitte jetzt zum Hörer greifen und sich Ihre Lieblingsprodukte bestellen. Und dann wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß damit.